willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Mucke und viel Spaß. Wie ihr seht, Ori and the Blind Forest. Ich habe gestern schon ganz kurz reingespielt. So, ich habe dann eine halbe Stunde gespielt, weil ich mich dran verloren habe.
Untergang und ohne Licht. Traurig war. Traurig und schön zugleich, diese Bilder, die wir gerade sehen. Ich glaube, jeder weiß jetzt, was geschehen wird. So, nach einer kurzen Pause bin ich wieder da. Meinem Licht.
So, und jetzt können wir Ori bewegen. Gestern schon relativ. Kurz gespielt habe, weiß ich natürlich, dass hier was ist. Kurz, ich habe eine halbe Stunde gespielt, habe ich ja schon erzählt. Weil ich mich hier drin verloren habe. Daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugt, wenn du das Spiel sprechen kannst. Also Wege, um eine Seelenverbindung zu erzeugen. Ich spiele auf dem PlayStation Controller. Also muss ich erstmal gucken, wo B ist. Geisterlicht gefunden. Wenn du den füllst, erhältst du einen Fähigkeitspunkt. Stufe Wald hat Ori das verloren. Und das Licht und die Augen des Geisters. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf der Reise führen, wohin du möchtest. Sei still, hörst du das? Sie müssen dir hinterhergefolgt sein. Okay, hier ist es. So, jetzt müsste ich es ausgewählt haben. Das sehe ich halt nicht genau. Soll ich der Wert zu mir zurückziehen? Zurückkehren, sorry, sprach der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Muss ich also hin? Das hier ist das, was ich kenne. Gut, dann geht's wohl da weiter. Aber ich würde sagen, das war's vorerst mit Ori and the Blind Forest. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gehabt euch wohl. Like das Video, wenn ihr wollt. Lasst ein Like da, kommentiert, abonniert, bla bla bla.
Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als ciao, ciao, euer Mucker.